Dann schauen wir uns jetzt iRacing Idiots of the Week an. Das kann ja nur fantastisch werden. Folge 40. Okay. Sie geht 9 Minuten. Das wird gut. Das Intro holt mich einfach immer noch ab. Es geht mit Formula los. Was war das für ein Totalausfall? Was war das denn? Schadplätze müssen verdichtet sein. Ist der einfach eingepennt? Oder ist das... Was ist da passiert? Ich habe natürlich die falsche Ecke zu leise gemacht. Oh! Okay, das war nice. Es war kacke und... Was? Was? Ah, geil. Hauptsache, da kommt dann erstmal irgendeiner angefahren. Okay. Ich liebe es einfach. Watkins Glen, go bowling. Es holt mich immer wieder ab, wenn da ein Crash ist. Ja, moin. Kommt er wieder auf die Füße? Er ist noch drin. Er ist noch dabei. Er bewegt sich noch. Nope. Ah, sah auf jeden Fall nach einem guten Fang aus, aber es ist dann doch kein guter geworden. Uh-oh. Oh, der Rückwärtsgang ist an. Oh, es war nett gemeint, aber es hat nicht so gut funktioniert. Red Bull Livery wieder. Das ist es einfach wieder. Die Red Bull Livery. Nope. Was ist denn da passiert? Hat er zu doll aufgesetzt hinten? Oh! Was macht er denn? Will er driften? Was ist denn auf? Wow! Der hat ihn noch gecatcht. Hä? Hä? Was war denn jetzt seine Aufgabe? Alter Verwalter. Manchmal würde ich gerne die Vorgeschichte wissen. Einfach aus ins Nirvana gebeamt, Junge. Bam! Tut mir bitte übrigens einen Gefallen und macht das nicht, okay? Fahrt nicht Leuten rein, wenn die eine DD haben und die können sich die Hände brechen. Das ist wirklich keine gute Idee. Oh! Nope! Einfach komplett awarded, Junge. Da geht nichts mehr. Nope. Da ist vorbei. Oh oh. Ja, die Corvette braucht keiner. Die kannst du entsorgen. Entsorg die Corvette. Entsorg sie einfach. Schieb sie raus. Hau weg die Scheiße. Die braucht keiner. Ey, Corvette, du sollst nicht den Mercedes rausschieben. Was macht ihr denn? Werdet ihr euch nicht einig?
Alter Verwalter, was ist da los? Puh, die waren aber sauer. Das könnte ich sein. Das könnte ich sein, auf jeden Fall, in Indica. Ja, nee, doch, aus Versehen mal so, huch, ich muss ein bisschen doller bremsen und dann schwuppdiwupp ist das Auto weg. Das könnte, das, da sehe ich mich. Genau in diesem Moment, da sehe ich mich drin. Das ist mir übrigens bei Nesca auch passiert. Das erste Mal Nesca, Daytona gefahren, rausgefahren, Auto weggeschmissen. Vor der ersten Kurve, auf der Geraden. Mhm. Habe ich hingekriegt. Ich kann Alex sein Lachen immer noch hören. Was macht ihr hier? Oh, ey, oh, oh. Oh, yes. Flip it. Du Scheiße. Aber da muss man mal sagen, es ist bemerkenswert, dass der Motor da noch drin bleibt. Ne? Also ich weiß nicht, ob das theoretisch auch simuliert werden könnte, dass der Motor da irgendwann mal reinfällt, aber da wurde stramm angezogen. Oh, die Red Bull-Livery wieder. Es ist immer die Red Bull-Livery, die da involviert ist. Mm. Nope. Oh mein Gott, du bist halt auch einfach nur noch Passagier. Ey, du bist einfach nur Passagier. Du kannst bei Nesca nicht mehr wirklich viel machen. Du kannst da nicht volle Pulle in die Bremse drücken und irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach, du bist einfach dabei. Oh oh. okay. Bremse treten vielleicht? Bremse treten vielleicht? Bremse treten vielleicht? Leute, tut mir bitte einen Gefallen, ne? Falls ihr irgendwann mal so unterwegs seid, tretet bitte einfach die Bremse, okay? Also tretet einfach die. Seid bitte keine Menschen mit Bremseinschränkung. Das wäre nett. Oh oh. Das war nicht gut. Boah, Alter, gleich im Doppelpack, Junge. Einfach beide entsorgt. Einfach komplett beide entsorgt wegen Netcode. Oder das war doch Netcode. Ja, das war Netcode. Einfach beide komplett ins Nevada katapultiert. Tschüss. Aber der GTP kann auch nicht mehr fahren. Okay. Oh, Alter, das mit VR, das muss definitiv richtig unangenehm sein. Oh, ich warte. Monster Turn 1, wo ist er? Ja, darauf ist einfach immer Verlass, Mann. Darauf ist eigentlich immer Verlass. Es ist wirklich... Hello there. Oh, was? Er lebt noch? Aber er lässt ihn durch. Okay. Boah. Das war wirklich knapp. Holy shit. Uff. Ja. Was ist denn da passiert? Hat er sich auf dem Reifen hochgezogen und ist dann weggeflogen? Ja. Und vor allem hier, zack, weg ist er. Oh, lul. Ja, ist eine fantastische Idee. Nicht. Oh, aber beide gefangen? Oh, nee, er nicht, doch. Oh. Ui. Nope. Ich glaube, hier ist vorbei.
What the fuck? Hm. Was kommt? Schön in der Boxengasse weggeschoben. Oh no. Oh no. Oh. Nope. Und, hä? Wir werden eins. Du und ich. Ich gehe in dich rein. Oh Leute, sogar die Reifen. Ist das ein Volvo? Das ist ja tatsächlich ein Volvo. Oh. Oh, that's a big one. War das... Ja, war wahrscheinlich Ziel einfach... Oh, oh. Aber er hat ihn nicht weggeschossen. Tritt die Bremse, bitte. Danke. Oh. Nee, das ist nicht so eine gute Idee mit der Koffer. Das mag die nicht so gerne. Das mag die nicht so gerne auf den neuen Curbs. Nee. Hab für sie getestet. Sausage for breakfast. Komplett entsorgt. Oh, das ist wie ein Monster, ne? Das sieht nach Monster aus. Man hört's nur. Also nicht, dass mir das letztens nicht auch passiert ist. Also, ja, doch, das ist mir letztens auch passiert. Mit der Corvette. Oh, nice drift. Ist ein Ziel gedriftet? Boah, das wäre krass gewesen, wäre er da rumgekommen. Ja, auch das ist mir schon passiert. Ich fühle das so sehr. Ja, ich fühle das. What the fuck? Delivery, Alter. Ah, geil. Das war wirklich eine schöne Folge. Die hat, die war wirklich schön. Was ein Kack, ey. Fantastisch.